Okay, das ist Versuch 4. Ich spreche jetzt nochmal Deutsch. Um nochmal zurückzukommen auf die Diskussion über Speziesismus. Was mir auch ganz wichtig ist, ist hervorzuheben, dass selbst die Tierbefreiungsbewegung oder die Animal Liberation Bewegung, weil man muss hier wohl eher den englischen Begriff gebrauchen, weil in Deutschland wird die Tierbefreiungsbewegung sehr dominiert von einer Zeitschrift und Gruppe, die sich rund um diese Zeitschrift und ihre Leserschaft bildet, die Tierbefreier heißt. Aber das meine ich jetzt nicht mit Tierbefreiungsbewegung, sondern wie schon gesagt, eher diesen englischen Begriff Animal Liberation Movement. Was mir auffällt bei der Tierbefreiungsbewegung im Sinne von Animal Liberation Movement ist, ich sage jetzt folglich nur noch Tierbefreiungsbewegung, weil an und für sich wäre, ist das ja dann auch der richtige Begriff. Was mir auffällt bei der Tierbefreiungsbewegung ist, Barmann, du hast mich gerade total abgelenkt. Moment. Genau, was Barmännchen, was nicht angegangen wird von der Tierbefreiungsbewegung, ist eigentlich, wie viel Speziesismus wir in unseren Theorien überhaupt noch haben. Die Tierbefreiungsbewegung geht sehr stark davon aus, dass Tierbefreiung der Akt der physischen Befreiung ist. Das Problem ist nur, dass eine physische Befreiung eigentlich nur dann zustande kommt, wenn man Tiere einfach auch von den Definitionen, die wir oder Nichtmenschen, sage ich jetzt mal statt Tiere, weil wir sind auch als Menschen Tiere, also wenn man nichtmenschlichen Tieren einfach auch keine Definition überstülpt. Und das passiert ständig, ganz insbesondere durch biologistische Annahmen. Also wir haben ein sehr stark biologistisches Bild, Fremdbild, was wir den Nichtmenschen überstülpen. Was ich persönlich auch noch gemacht habe, um dieser Krux in der Tierbefreiungsbewegung näher zu kommen, der Krux, dass die Tierbefreiung nicht weit genug reicht, ist, den Begriff Speziesismus insofern nochmal aufzudröseln in der Mehrschichtigkeit, in dem Punkt, dass es sozusagen verschiedene Speziesismen gibt, verschiedene Ankerpunkte, wie der Speziesismus in unserer Gesellschaft verankert ist. Insbesondere ist das zum Beispiel der religiöse Speziesismus, dass die großen monotheistischen Religionen vordefinieren, macht euch die Erde untertan und der Mensch ist im Ebenbilde Gottes erschaffen. Die Tiere gehören zur Schöpfung Gottes, die dem Menschen zu Dienste zu stehen hat. Dann gibt es zum Beispiel eben den naturwissenschaftlichen Speziesismus, der Tiere entseelt darstellt. Entseelt ist jetzt auch nochmal, Seele ist nochmal so ein stark religiös definierter Begriff. Aber die Naturwissenschaft sozusagen baut darauf auf, dass halt dass Intelligenz in einer Form messbar sei, die sich allein am Menschen als idealen Parameter ausrichtet. Dann gibt es auch noch zum Beispiel Speziesismus auf juristischer Ebene, dass Tieren in den Gesetzgebungen der meisten Länder auf dieser Welt als Besitz definiert sind und nicht als Personen. In der Tierbefreiungsbewegung ist zum Beispiel ein Problem, dass der Begriff der Freiheitsfähigkeit unklar definiert ist durch die Biologie, also durch diese ständige Rückführung auf das Biologische. Sprechen wir im Prinzip Nichtmenschen ihre Freiheitsfähigkeit ab. Wir sprechen ihnen die Autonomiefähigkeit ab, die sich einfach bindet an die Freiheitsfähigkeit. Und indem wir Tiere als instinktgetriebene Lebewesen bezeichnen und definieren, kommen wir einfach nicht klar mit dem Begriff von Autonomie und Freiheitsfähigkeit bei Tieren. Also
Das ist jetzt alles ein bisschen ungeschickt formuliert, glaube ich, aber vielleicht kriegen ein paar Leute eine grobe Idee, was ich damit meine. Ich habe dazu eine ganze Reihe von Texten verfasst und textlichen Fragmenten, die einfach das Denken über Speziesismus und Tierbefragung mehr anregen sollen. So, okay, und das war jetzt mein vierter Versuch. Mal gucken.